Du bist immer für andere da. Du fühlst dich von deinem Alltag überrumpelt. Dein Leben ist eigentlich schön, aber du kriegst es irgendwie nicht in den Griff. Alles ist zu viel. Du musst viel zu viel arbeiten, dich viel zu viel kümmern, viel zu viel tun zu Hause und alles viel zu viel. Wenn dich das Thema anspricht, dann habe ich heute einen ganz, ganz lieben Gast eingeladen, und zwar die Nicole. Schön, dass du da bist. Danke, liebe Christina, gerne. Die Nicole ist nämlich eine Teilnehmerin meiner Wonderful Woman oder meines Wonderful Woman Online Seminars. Sie war eine Testerin, denn das gibt es noch nicht so lange. Ich habe das ganz, ganz neu gemacht letztes Jahr und hatte da 2 Jahre Vorbereitungs-, Aufbereitungszeit. Und ich habe so lange gebraucht, weil ich das so gut machen wollte, wie es nur geht, weil ich ja den Frauen unbedingt helfen möchte, dass sie ihr Leben wieder in den Griff bekommen. Und da gab es ein paar Testerinnen, wo ich gesagt habe, macht es mal, das wäre ganz, ganz toll, wenn ihr dann mir sagen würdet, ob irgendwas fehlt oder ob irgendwas noch reinkört oder ob es gut ist, was auch immer. Nicole, was sagst du? Also es kam für mich zum richtigen Zeitpunkt, weil ich bin das zweite Mal verheiratet. Ich habe eine große Tochter, die ist 24 und einen Sohn, der ist jetzt 6 Jahre. Mein Leben war eigentlich ja in Ordnung, Beruf, Haushalt, Mann, Kinder, alles gesund. Und doch habe ich gespürt, irgendwie kommt da noch was oder ich habe immer die gleichen Probleme, es kommt immer alles, ja, es wiederholt sich immer. Also ich habe das Gefühl gehabt, irgendwas müsste ich da mal verändern. Und dann bin ich auf diese Wonderful Woman gestoßen und habe gedacht, ja, zuerst mal gelesen und irgendwie hat mich das dann nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt starte ich mal mit dem Programm und schau mal, was es mit mir macht und wie sich dann mein Leben verändert. Okay, warst du vorher schon spirituell angehaucht? Ja, ein bisschen. Also ich habe da mal ein Buch gelesen und da mal über Engel, aber nie so intensiv, weil dann immer kam was dazwischen und immer war ja was Wichtigeres. Und aber so an diesem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, doch, jetzt könnte ich mal starten, weil ich auch das Werkzeug durch dich dann bekommen habe. Also Okay. ja, wo ich gedacht habe, so, das ist jetzt wirklich ein Wink, jetzt müssen wir mal dran gehen. Also du hast gesagt, es war eigentlich alles in Ordnung. Wie viel arbeitest du so stundenmäßig pro Woche? Hast du einen Teilzeitjob oder? Ja, ich arbeite so circa 6 Stunden am Tag, habe einen Bürojob oder wir sind selbstständig, mein Mann und ich. Das heißt, ich bin mit meinem Mann ziemlich viel zusammen am Tag. Also ja, da gibt es dann auch schon mal das eine oder andere, wenn man ständig zusammensitzt in der Arbeit und dann nach Hause kommt und so. Und das war auch das, wo ich gedacht habe, ja, wie geht meine Beziehung weiter oder wie kann ich sie einfach verbessern? Was habe ich für Möglichkeiten, das so zu verbessern? Und auch so das Frausein hat mich auch beschäftigt. Ich werde jetzt 49. Wo geht mein Weg hin? Ja, muss ich mit den Trends mitgehen? Soll ich? Will ich? Möchte ich? So, das sind alles die Themen, die mich so beschäftigt haben, weil mein Sohn jetzt so aus dem Gröbsten raus ist, 6 Jahre, er geht in die Schule und so langsam kommt es wieder zurück, dass ich mehr Zeit für mich auch als Frau investiere. Ja, so. Ja, ich verstehe dich. War bei mir auch so. Aber ich, ehrlich gesagt, habe ich jetzt gerade einen Schock bekommen, weil wie 49 siehst du nicht aus. Also da wird jetzt jeder gesagt haben, was? 49? Das glaube ich ja gar nicht. Ich möchte auch mit 49 so aussehen. Doch, also ja, höre ich oft. Toll. Und deshalb, auch gerade deshalb, ich möchte das ja auch gerne so behalten, auch so natürlich. Ja, und möchte auch mich ohne Stress und ohne so an Problemen verzweifeln
weitergehen. Ich möchte ja die Probleme annehmen und möchte sie einfach lösen, ohne wie früher, dass ich da fast so verzweifelt dran und so dagegen schieße und komme nicht weiter. Und ja, so das war. Ja, weil du hast vorher gesagt, eigentlich war alles in Ordnung. Also du hattest ein schönes Leben, es war alles gut, aber dann sagst du, du bist an den Problemen verzweifelt. Also wo ist der Haken? Ja, der Haken war, also wenn ich sage, es war eigentlich alles in Ordnung, dann meine ich so das Normale, ja, das ein Haus, das Geld ist da, es reicht für einen Urlaub, die Familie, die Kinder. Aber doch kam zum Beispiel bei meinem Mann und mich, weil wir immer ja ständig zusammenarbeiten, manchmal so Machtspiele, weil mein Mann, der ist 8 Jahre jünger. Und dann war so, ja, wer arbeitet jetzt mehr, da ich auch keine Frau bin, die nur Haushalt und Kinder hat. Also ich mache das gern, aber irgendwie brauche ich auch noch was anderes. Und da war so immer die Macht oder das Machtspiel zwischen meinem Mann und mir. Wer ist besser? Ja. Wer erledigt es schneller? Kenn ich. Und dann zieht sich das auch natürlich privat rein. Und so, und das macht einem, ja, doch dann gibt einem zu denken. Ja, wenn man dann hört, die trennen sich und die trennen sich und dann denke ich, ja, wo geht denn unser Weg hin? Da ich das zweite Mal verheiratet bin, habe ich gedacht, okay, ja, ich würde das jetzt gern in eine andere Richtung bringen. Also so, das war eigentlich schon so das Hauptding mit meinem Mann, das alles unter einen Hut zu bringen. So Familie, Geliebte sein, Hausfrau, Mutter. Ja, wie schaffe ich das, ohne dass mir die Kraft ausgeht? Genau, genau. Also, und wie war dein Zeitplan so? War der durchgehend durchgeplant? So wie ich vorhin gesagt habe, hast du deinen Alltag im Griff? Hast du alles unter Kontrolle? Ja, habe ich alles unter Kontrolle. Es war dann nur an manchen Tagen, wo ich sage, oh, heute war es anstrengend. Mhm. Heute war so die Riesendiskussion oder wo ich dann sage, ich bin total fix und fertig, weil, aber nicht wegen der Arbeit, sondern weil ich mit meinem Mann dann den Weg suchen muss, Geschäft wie privat und dann kommt die Arbeit noch dazu und so. Und ich habe gedacht, das muss doch alles leichter gehen. Ja. So, ja, verkrampft und ich war dann jemand, ich bin dann immer dagegen gegangen, so mit ganzem Körpereinsatz. Kenne ich total, ja. Muss ich jetzt da durchbringen, weil sonst geht da irgendwie was schief und habe dann ziemlich viel Kraft gebraucht. Und da habe ich gedacht, weil ich will ja auch meinem Kind gerecht werden, mir will ich ja gerecht werden und vor allen Dingen will ich mich nicht vergessen. Also da habe ich dann auch mal zum Beispiel mit Respekt, wie die Leute mir Respekt entgegenbringen. Ja, oder bringen, genau. Wo ich gedacht habe, warum eigentlich nicht? Und so gerade bei uns ist es so eine männerdominierte Welt, dann muss mich einfach auch gleich größer machen, dass da ja, der Berater und dieser Banker, also ich habe mehr mit Männern zu tun und habe gedacht, ja, wie kriege ich das leichter hin, dass ich einfach gesehen werde als Frau? Okay. Okay, da kommt jetzt diese Frau und nicht, ach, das ist ja die Frau von. Okay, verstehe ich. Du wolltest allein gesehen werden, ohne Mann Anhängsel. Ja, weil wenn ich ja arbeite, also arbeiten muss ich oder möchte ich ja bei ihm, mit ihm, aber ich möchte nicht gesehen werden als, ach, das ist ja die Frau, die arbeitet. Genau. Genau. Also wenn ich das jetzt richtig durchgehört habe zwischen den Zeilen, dann bist du wahrscheinlich auch sehr
männlich aufgewachsen. Also du musstest immer zeigen, was du kannst, oder? Also das hört sich so an wie mein Leben. Also ich musste immer gut sein, musste immer, also oder besser gesagt, ich wollte es. Ich wollte immer meinem Mann stehen, könnte man so übersetzen. Richtig. Meine Eltern, also meine Mutter hat mir immer beigebracht, du verdienst alleine dein Geld. Okay. Du kannst bei uns wohnen. Oder mir hat sie immer gesagt, wenn du deine Ausbildung fertig hast, kannst du machen, was du willst. Okay. Aber eine Ausbildung musst du fertig machen. Ist Pflicht. Mhm. Ja, dass du dir dein eigenes Leben schaffen, finanzieren oder, kannst. Ja, genau. Dass du nicht abhängig bist. Richtig, genau. Mhm. Also das wollte sie nie. Dafür bin ich ja auch dankbar. Nur es hat die Messlatte für mich ziemlich hoch gesteckt, also wo ich schon ziemlich viel Kraft gebraucht habe, ja, das zu erfüllen. Also ja. Gegenüber zu erfüllen, wo ich dann jetzt wieder auch auf den Kurs komme, wo ich sage, wo bleibe ich als Frau? Darf ich auch mal schwach sein? Darf ich auch mal weiblich sein? Darf ich auch mal jemanden bitten und sagen, könntest du mir bitte helfen, weil ich kann das nicht? Oder ja, also und ohne schlechtes Gewissen, sondern einfach, ja, ich kann das nicht, weil ich eine Frau bin. Dafür kann ich was anderes. Genau, perfekt. Das hast du sehr gut erklärt. Also da sehe ich jetzt schon den Unterschied zwischen vorher und nachher. Der wichtigste Unterschied von dir, den du jetzt benennen könntest zwischen vorher, wie dann war dein Leben vorher und wie ist es nach Wonderful Woman? Ich bin jetzt ganz... Also, wow, das ist ja das größte Kompliment, das du mir machen kannst. Doch. Das wollte ich. Ich bin jetzt als Frau, als Nicole, bin jetzt ganz... Ich war vorher immer auf der Suche nach, wie mache ich das? Wie komme ich dahin? Muss ich mich anstrengen? Wie muss ich mich anstrengen? Muss ich die Ellenbogen zeigen? Und jetzt bin ich einfach, ich weiß, was ich kann. Ich gehe vorwärts. Wenn ich hinfall, stehe ich auf, mache weiter. Und das ganz ohne, das, oh Gott, das kann ich nicht, das muss ich, das ist alles weg. Vielen Dank. Besser hätte ich selber nicht sagen können, was ich mit diesem Seminar bezwecken möchte. Das ist ein Traum überhaupt. Okay. Wow. Das hast du so schön gesagt. Warum habe ich dich nicht schon öfter interviewt? Das ist ja ein Traum. Und Gott sei Dank bin ich auf dich gekommen. Genau. Gott sei Dank hast du das getestet. Ja, gerne. Ja. Also ich weiß, das ist auch immer ein Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Paar sehe und ich habe das Gefühl, die Frau wird dominiert von dem Mann, da entweder ich muss mich umdrehen und weggehen, ich muss da eingreifen, weil ich kann das nicht mehr sehen, ja. Mhm, ja. Mhm. Aber so für mich, auch inneren Frieden hat es mir gebracht. Als Frau, also ich muss keine Zeitschrift lesen, wo ich dann das Gewicht, die Haare, sondern ich schaue oder ich kann jetzt gucken, was ist für mich wichtig, was möchte ich. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe an mir eine Zahnkorrektur. Die habe ich. Hatte als Kind einen Unfall und das war schon seit 40 Jahren ist das mein Wunsch und habe es jetzt tatsächlich geschafft. Ich habe aber, die Leute kamen in mein Leben und ich habe es jetzt Hat sich automatisiert, oder? Genau, das wollte ich eigentlich so damit sagen. Genau, kenne ich auch. Die Veränderung, jemand anders würde sagen, brauche ich nicht, nein, aber vielleicht möchte er was anderes haben, aber es gibt nichts, wo vorgegeben ist. Also ja, man hält sich da nicht mehr an irgendwelche Moderegeln. Genau. Ja, genau. Aber das mit den Zähnen, das kenne ich auch. Also ich
Ich bin da auch immer dahinter, sobald sie sich wieder verschieben, muss ich schon wieder was tun. Das mag ich überhaupt nicht, wenn die schief sind. Ja. Die müssen gut ausschauen, auf alle Fälle. Ja. Das ist mir ganz wichtig, weil wenn ich lache, müssen die Zähne schön ausschauen. Das ist einfach so. Ja, genau. Ja. Genau. Also das auf jeden Fall hast du schöne Zähne. Mir ist nichts aufgefallen. Also ich weiß jetzt nichts mehr vom letzten Jahr, als wir uns gesprochen haben, wie da deine Zähne waren. Ist mir nicht aufgefallen, also nicht negativ aufgefallen, muss ich sagen. Okay. Aber jetzt sieht es auf jeden Fall gut aus. Also ich weiß nicht, wie es vorher war. Ja, aber so, man traut sich auch, ja, dazu zu stehen, was man sich wünscht. Ja. So, weil vor dem Kurs hatte ich auch den Wunsch, aber dann so das Umfeld, ja, das brauchst du doch nicht und überhaupt. Und dann denke ich, ja, okay, dann brauchst du vielleicht halt nicht. Aber trotzdem, der Wunsch lässt dich ja nicht los. Du brauchst es für dich, für dein Selbstbewusstsein. Richtig, genau. Genau, und du gibst das Geld aus für dein Selbstbewusstsein. Genau. Das ist Selbstliebe. Richtig. Und da habe ich durch den Kurs auch mehr Mut bekommen, zu sagen, ja, ich möchte das und ich ziehe das jetzt durch, auch wenn es vielleicht nicht so einfach ist, aber ich bin es mir wert. Genau. Der Punkt, ich bin es mir wert. Genau. Also das Größte war eigentlich so, wie die Männer bei dem Beruf so auf mich reagieren, wo ich gedacht habe, okay, ich muss da irgendwie an mir arbeiten, dass ich gerade hinstehe. Und das habe ich durch den Kurs gelernt. Ich hab manchmal das Gefühl gehabt, mein Rückgrat wird immer größer. Ich werde immer größer und kann hinstellen. Ich habe sonst nichts verändert. Also ich habe die gleichen Aufgaben, ich habe die gleichen Telefonate, aber ich stehe anders da. Du bist innerlich stark. Ja. Genau. Genau. Und das strahlst du dann aus und dann bekommst du auch die richtige Reaktion zurück, die du genau haben möchtest. Genau, ja. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch fragen soll. Ich glaube, das war's. Gibt es noch irgendetwas, was du unbedingt sagen musst, was jetzt für die Leute wichtig ist, dass sie das wissen über den Kurs? Was mir auch sehr gefallen hat, die Audio-Session, die wurde ich dann... jetzt die letzte, wo wir die Zeitreise, das ist auch, das, an den Punkt kommt man ja gar nicht, wenn man sowas nicht macht. Ja. Aber man kann so viel Kraft schöpfen, auch wenn man zurückgeht und auch in die Zukunft. Ja, also man fühlt sich dann wirklich wie eine Königin. Ja. Sprachlos, ich glaube, ich hatte wie viel 10, 12 Interviews jetzt und du machst mich heute sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich höre dir so zu und denke mir, schön, ach, ist das schön. Mann, das freut mich total. Und dann denke ich mir, was habe ich gemacht? Ja. Okay. Ja, und also für die Frau und speziell für die Frau, was haben wir sonst? Wo, ja, die Zeitschrift, also mit Frau, über die Frau. Ja, wo ich dann denke, es ist vielmal oberflächlich. So, dann liest man das und denkt, ja, okay, schön. Und jetzt, wie geht's weiter? Wie komme ich dahin? Und das habe ich noch nie gefunden. Wie komme ich dahin? Lesen kann man viel, aber wer geht mit mir den ersten Schritt oder sagt mir, wie ich die ersten Schritte gehen kann? Mhm. Und das habe ich durch den Kurs. Und auch wenn man dann mal 14 Tage, 3 Wochen, dann verflüchtigt sich das wieder mal und denkt, okay, und dann aber stopp, da war doch was. Und dann kann ich wieder zurück und kann mir das nochmal angucken und kann sagen, Moment, hier, da stimmt was noch nicht. Mein Mann, der hat noch nicht so den Respekt in manchen Sachen. Das muss ich mir nochmal angucken und auch... was ich auch durch den Kurs gelernt habe, ihm den Respekt zu zollen für das, was er macht. Weil im Alltag definitiv geht es unter. Ich erledige das und das. Er Gänsehaut. Macht mich sprachlos. Er erledigt das und das,
aber ihm. Und ich glaube, das brauchen die Männer. Das ja, das brauchen wir beide Geschlechter. Wir brauchen Respekt von den Männern und die Männer brauchen Respekt von uns. Und das ist das Einzige, was funktioniert. Ja, aber ich glaube, die Männer sind ein bisschen hilfloser, weiß ich jetzt nicht, ob das... Bedürftiger. Ist. Ja, genau. Aha, also, interessant, okay. Ja, weil das habe ich so den Eindruck, wir Frauen, wir sind Multitask, also wir stemmen eigentlich alles so und ob wir gelobt werden oder nicht oder ja, der Alltag muss einfach funktionieren, weil die Kinder, du musst. Du kannst nicht aus, genau. Und die Männer sind so, die haben das gar nicht. Sie sind so angewiesen. Ja, das glaube ich kommt von der, wenn du es jetzt so sagst, das habe ich noch gar nicht überlegt, ob die Männer so angewiesener sind als wir. Das glaube ich kommt daher, dass die Männer von Mamas aufgezogen werden. Die Mamas sagen immer, das hast du toll gemacht, das hast du toll gemacht. Vielleicht bleibt es, ja. Dass sie das später brauchen. Ja, also irgendwie habe ich so das Gefühl, auch so, wo ich dann auch sehe, weil mein Mann einfach jünger ist, wo ich dann manchmal denke, aha, okay, das ist schon wichtig, dass er die Bestätigung kriegt für das, was er tut, soll er auch bekommen, keine Frage, aber so die Wichtigkeit, ich glaube, das ist bei der Frau, die nimmt es dann halt so hin, wenn das dann mal nicht so ist. aber das Kind schreit trotzdem. Ja, du kannst nicht weglaufen, das geht nicht. Der Mann kann schon. Ja, genau. Genau. Also, also ich glaube aber nicht, dass es am Alter liegt. Ich hatte schon, ich sehe beides. Ich kenne ja viele Männer, auch ältere Männer. Ich glaube, das liegt nicht am Alter. Ja, okay. Wenn du das gedacht hast, dass es an deinem Mann liegt, weil er jünger ist, das glaube ich nicht. Okay. Ja. Das glaube ich nicht. Aber ist egal. Ich glaube, dass es jeder Mann hat. Du hast echt vollkommen recht. Das habe ich noch gar nicht überlegt. Interessant. Ja. Interessant. Auch so mit, was ich auch noch sagen kann, an die Frauen, kümmert euch um die Finanzen. Oh ja, so ein wichtiges Thema. Regelt es. Glaubt nicht alles, was man euch erzählt. Hinterfragt, weil... Zum Schluss seid ihr alleine da. Also, genau, ich blätter gerade um, weil ich sehe, das ist Modul 5 vom Modul 6. Mhm. Genau. Das musste ich unbedingt mit reinnehmen, weil ich gefunden habe, dass die Frauen ihre Finanzen überhaupt nicht anschauen oder nicht an die Zukunft denken, weil wir es nicht gelernt haben, dass wir das müssen. Richtig, ja. Genau. Und wusstest du das vorher, vor dem Kurs, dass du das anschauen musst? Habe ich schon immer gemacht. Mhm. Dann bist du eine der Einzigen, weil die meisten Frauen schauen sich finanzielle Sachen gar nicht an. Irgendwas, was mit Zahlen zu tun hat, machen sie einfach nicht, weil es ist Sache des Mannes. Ja, und das liegt wiederum meiner Mutter, die mir das immer so beigebracht hat, wo mich auch viel Kraft gekostet hat, dass ich da immer schon... Und jetzt kann ich aber, jetzt muss ich das nicht mal so krampfhaft sehen, sondern ich gucke mir das an, ich weiß um die Finanzen, aber ich kann auch mal sagen, du, das kapiere ich jetzt nicht. Zeig mir das mal, erklär mir das mal. Also du hast keine Angst mehr, die Schwäche zu zeigen. Genau, ja, nachzufragen. Und zwar habe ich gedacht, okay, jetzt weiß ich das nicht. Ja, also dann bleibe ich still oder ich lies mal oder so. Genau. Mich interessiert es gar nicht, es ist viel zu kompliziert. Lauter Zahlen, das will ich gar nicht sehen. So sind die meisten Frauen. Ja, genau. Und genau. So kann ich jetzt sagen, nee, erklär es mir nochmal. Ich möchte das wissen, wie das geht. Ja, genau. Also so das mit dem Geld und was mir auch noch Versicherung oder wie es abgesichert. Ich glaube, das wissen auch viele nicht. Nein, weil die Versicherungsverträge so dick sind. Genau. Sind ungefähr 30 Seiten. Wer liest sich das durch? Ja. Niemand, nicht mal der Mann. Richtig, das genau. Kennt eigentlich nur der Versicherungsberater, sonst niemand. Genau. Und da muss man genauer hinschauen, damit man da nicht reinfällt und das ganze Geld verblödelt in irgendwelche Versicherungen, die man nicht braucht. Ja, und dann haben wir zum Beispiel wie bei uns, das ist ein Bekannter von uns, dann, wenn man das dann so im Bekanntenkreis hat, ist man sowieso noch viel leichtsinniger, sage ich jetzt mal. Ah, ja. Der hat mir, ja klar, du, ich brauche das und das. Ja, ja, mach nur, das passt schon. Genau, ich unterschreibe. Genau, aber was heißt das? Passt schon.
Weil wenn du dann alleine dastehst und das wird... Das heißt, das hattest du ja schon. Dein Mann ist zwar nicht gestorben, aber habt euch getrennt. Richtig, du hattest das schon mal. Du warst mit einem Kind alleinerziehend plötzlich. Richtig, genau. Und jetzt bin ich das zweite Mal verheiratet, habe den Kurs gemacht und jetzt, also ich hatte vorher schon, ich kann auch alleine weitergehen. Das ist gut, genau. Zweite Mal, weil ich hatte es ja, habe es schon erfahren. Aber vor dem Kurs war das mit mehr Ängsten verbunden. So, oh Gott, dann ist halt das zweite Mal, ja, okay, dann schaffe ich das auch. Ich weiß, dass ich das schaffe, aber naja. Und nach dem Kurs, ja klar, schaffe ich das. Auch das zweite Mal, weil ich bin die Voll. Frau, ich bin ich. Ich bin toll. Genau. Ich weiß, was ich kann und wenn ich nicht weiß, wie, dann frage ich nach. Bis ich es verstanden habe. Genau, genau, ohne Ängste. Also es hat mir die Angst oder so, das, ja, oh Gott, ja, ich weiß ja gar nicht, ja doch, aber was kommt dann wirklich auf mich zu, auch wenn ich das schon mal erlebt habe? Nee, dann, ich habe... eine Stelle, wo ich fragen kann, ich bin selbstsicherer geworden durch den Kurs. Yes, ja. Vielen herzlichen Dank. Also ich weiß gar nicht, warum ich das immer alles selber mache, wenn ich da so eine tolle Testerin habe, die das noch besser erklärt als ich. Vielen, vielen Dank, Nicole. Das war echt, also von meinem Herzen zu deinem Herzen, vielen, vielen Dank, weil... ich hätte es nicht besser sagen können. Also vielleicht merkt ihr das, wir haben das nicht geprobt. Wir haben einfach gesagt, ich stelle ihr Fragen, wie sie den Kurs findet und sie erzählt es mir und wir nehmen das auf und sonst nicht. Also ist echt der Hammer. Vielen, vielen Dank, liebe Nicole. Ich werde dich nicht vergessen. Ich würde das wirklich allen empfehlen. Für ja, jünger, mittel, älter. Ja. Es ist einfach, wir sind als Frauen zu wichtig, um sowas nicht zu machen. Genau, genau. Beim ersten Modul geht es ja schon mal um die Menstruation, um die vier Phasen im Monat, weil wir haben ja gelernt, oder wir haben eigentlich gar nichts drüber gelernt, wir haben gelernt, wir haben Periode und Nicht-Periode, aber es gibt eigentlich vier Phasen, das muss jede junge Frau schon wissen. Und Leute, die in unserem Alter sind, die dann schon in die Menopause kommen, dass dann da was anderes passiert und dass es eigentlich toll ist. Das hast du nämlich bestimmt letztes Mal gesagt. Genau. Was hast du da gesagt über die Menophase? Ich habe das immer so, okay, die kommt jetzt dann, naja, weil die Mädchen sagen mir, ja, dann hast du ja schlaflose Nächte, Schweißausbrüche. Und da habe ich immer gedacht, okay, ich lasse mich jetzt da nicht reinziehen, aber im Hinterkopf denkt man dann schon, ja, was kommt denn da? Und bei dem Kurs, bei dem ersten, ist das erste Modul? Erste Modul, genau, ist es gleich. Habe ich dann einen Satz gehört, man wird weise. Genau, du bist dann die weise Frau, wenn du in der Menopause, oder die Menopause dauert ja 10-12 Jahre, also es fängt ja an mit... Also vielleicht, das wissen jetzt vielleicht die meisten gar nicht, weil das hatte ich jetzt ganz, ganz oft als Klienten. Nicht die Menopause beginnt, wenn du die Periode nicht mehr hast und die kommt nicht mehr, sondern die beginnt schon Jahre vorher. Also du bist ewig lange in dieser Phase. Okay. Und dann bist du, dann wirst du diese weise Frau. Ich finde es, was kann man noch mehr? Was braucht man noch mehr? Wie sowas? Ich muss nicht mehr irgendwelchen Bildern hinterher, sondern ich werde weise. Und wer zu mir kommen will und mich fragen will, gerne, weil ich habe einen Erfahrungsschatz. Und ich habe den Kurs dann gemacht, das erste Modul, und habe gedacht, wow, okay, nee, nichts mit, ja, Angst, oh Gott, und Schweißausbrüche und schlaflose Nächte. Ja, und wenn das kommt, dann... kann ich mich da arrangieren, aber das Wort oder ich werde zur weisen Frau war für mich einfach eine Erlösung und ein Weg, wo ich sage, ja, ich kann das positiv annehmen. Genau. Also da kommt noch was ganz, ganz Tolles.
Ja, weil die Medien, die verteufeln das ja, weil die Schulmedizin nicht weiß, was da los ist. Und weil die Schulmedizin ja nur wieder, wie heißt das Wort, diese Symptome dämpfen kann, sonst nichts. Ja, richtig, genau. Man wird also älter, unattraktiver, man hat die ja, Zipperlein und also es wird alles negativ berichtet und das mit der weißen Frau, ich dachte, nee, das ist genau andersrum. Man stellt uns nach oben, also ja, man kann das auch so betrachten und das Ist auch war. so. Das ist wie bei den Indianern. Die Älteren sind die weiseren Frauen. Ja, Aber und es die wird. werden gefragt. Die wissen ja alles. Die haben ja schon so viel erlebt. Das ist nur wieder bei uns hier in Europa oder ich, ja, also bei uns jetzt. Schönheit, jung, genau, das ist Genau. wichtig. Also das war auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das hat mich Wir so leben weit auch gebracht. noch. Ja, genau. Wir leben auch noch und sind nicht mehr jung. Genau, Also richtig, nicht ja. mehr 20, sagen wir so, jung sind wir schon noch, aber nicht mehr 20. Und haben andere Vorteile. Eben. Muss mich da nicht mehr stressen, weil ich Genau. da, nein, ich kann in mir selbst ruhen und kann mein Leben so annehmen und auch die Probleme, die alltäglichen Probleme, kann ich besser annehmen und kann sagen, okay, jetzt gucke ich mir das an und warum und kann das auflösen. 1a. Das Schlusswort, ich kann nur noch sagen, meldet euch beim Kurs an, unbedingt. Heute ist Donnerstag, das heißt, dass der Kurs seit gestern, also die Anmeldung ist seit gestern offen. Bis morgen, bis zum Freitag gibt es noch den Early Birds Price Special, also dann ist Sense, dann kann man sich noch 5 Tage oder 4 Tage mit dem Normalpreis anmelden. Am Mittwoch ist dann Sense mit der Anmeldung und eine Woche später geht dann der Kurs schon los. Also ab Mai kannst du die neue Frau der neuen Zeit werden. Und ich sage nur noch, let's spread the love, deine Christina und deine. Nicole. Ja, tschüss. Tschüss. Love, love, love. I am pure love.